Guten Morgen. Leiwa himle Schafoda am Nome Jesu komme ich nach dir und ich danke dir für diesen neuen Tag. Ich danke dir für deine Leiwe und für deine Güte, Herr, und ich bete im Nome Jesu Christi, dass du uns redest, dass du uns helfst. Macht wir doch wirklich rechtschaffen sein, Herr. Gib uns ein Wort nach deinem Wort, Herr. Halb uns im Allen, die te Leiwe, die te Ehre. In deinem Wille zu leben, Herr, im Namen Jesu Christi bedeutet. Amen. Was ist unser Ziel, wenn wir Gottesdienst haben? Was ist unser Ziel als Christen? Hier auf dieser Erde viel allerhand, der Rede, der wörtlich mit Gott in Gemeinschaft zu kommen. Mir ist die letzten Jahre immer wichtiger geworden, dass das Allerwichtigste, was wir erleben, ist diese Gemeinschaft mit Gott. Diese wörtliche, tiefe Freundschaft mit Gott, die soll wie anstreben. Klar soll wie viel Geld tun, viel für Gott tun. Aber ans Hauptziel soll mit Gott ans Begegnen. Täglich ans mit Gott begegnen. Und ich glaube, das ist auch was, wie da bei den Israeliten sein. Also, all die Pracht, all die Herrlichkeit vom Tempel, all das Gold, all die Edelsteine, all das, das hat keinen Wert, wenn Gottes Gegenwart nicht scheint. Wenn die, für wem das gebüht wird, da nicht wohnen scheint. Und ich glaube, das macht wir verstehen. Alles, was wir tun, ist ladig. Wenn Gott nicht schämt, in die Falle daran haft und dort annimmt, und mit uns Gemeinschaft haft. So, das ist das Allerwichtigste. Und ich glaube, wir machen Gottes Angesicht sehen. Das macht uns ein großes Verlangen worden. Als erst in Kapitel 7 von 2. Chronik, als Salomo sein Gebet beendet hatte, fiel Feuer vom Himmel und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer. Die Wolke der Herrlichkeit des Herrn erfüllte den Tempel, sodass die Priester nicht mehr hineingehen konnten. Als die Israeliten sahen, wie das Feuer vom Himmel kam und die Herrlichkeit des Herrn den Tempel erfüllte, fielen sie alle auf die Knie und verneigten sich, bis ihr Gesicht den Boden berührte. Sie beteten den Herrn an und sangen zu seiner Ehre. Der Herr ist Güte, seine Gnade hört niemals auf. Wenn ich das sage, was im Alten Testament passiert, wo einfach der Herrlichkeit des Herrn darauf kam, als er dem Tempel vor sich hatte, wie seine über Gottes Herrlichkeit darauf kam, da können vier aus Elia beten, Israel dann anfängt zu sagen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Wie seine wir in Apostelgeschichte der Herrlichkeit Gottes, der im Heiligen Geist draufkommt. Und ich glaube, das ist, woran wir beten müssen. Wenn Salomo nicht im Tempel vor dich gebeten hat und alles so Schmack gemacht, aber Gott still geblieben wäre, dann wird das ein großes Strom Denkmal, wo die Menschen sich betätigen kommen können, und sage, das ist der schmackste Zeug, was auf ihr Gebiet war das. Aber hat kein Sinn. Der Sinn des Christentums ist nur dann, wenn wir wirklich Gott begegnen, wenn wir wirklich Gott erleben, wenn Gott uns erfällt. Dann soll dort ein ganz Streben sein. Eine Begegnung mit dem Leben in Gott, im Leben in Gott wirklich channelieren. Dass dein unser Tempel ans Leben erfällt. Nur dann soll ich wirklich Christen. Herr, ich bete, halb uns diese Tiefe von diesem Wort zu verstehen. Ich bete, halb uns, dass wir wirklich diese Begegnung mit dir haben, dass du auch nach uns kommst und uns ganz erfällt, deine Herrlichkeit ganz erfällt und dass wir auch so singen können. Der Herr ist gütig, seine Gnade hört niemals auf. Wenn es dort bist,
damals gewesen, das Beste von dort noch. Ich danke dir dafür im Namen Jesu Christi. Amen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.